Meine Damen und Herren, was good, was good. Boys in the Hood. Ja, genau. Ich und Schein sind from UK, from London. Ja. My name is Beyoncé. Und ja, wir sollten eigentlich, wir übernehmen bald England. Ja, yeah. I come from England. I come from England. Do you drink a bottle of water? So, also ich bin... Water. Ich, also, wir haben es nicht geschafft, Deutschland zu übernehmen, deswegen gehen wir mal nach England. Aber gibt es englische Superstars? Britische. Ich rede jetzt von richtigen Stars. Also die Beatles sind keine Stars. Und Phil Collins und George Michael und Adele. Das sind alles Engländer. Ja, klar. Und Freddie Mercury, Queen. Queen ist... Das ist eine britische Band, ja. Das sind alles Engländer. Coldplay. Ja, dann ist ja keine amerikanische Band. Idris Elba, Jason Statham. Ja, warte mal. Du hast die größten Stars der Welt jetzt aufgezählt. Ich dachte, die sind alle aus Amerika. Nein, sind alles Briten. Und wer kommt dann aus Amerika? Auch einige, aber aus England, auch Rolling Stones sind Briten. Das heißt, es kommen mehr Stars von England als aus Amerika? Proportional gesehen ja. Wenn du die Einwohnerzahl, England hat weniger Einwohner als Deutschland. Ne? Ja, doch. England hat weniger Einwohner als Deutschland. The UK. Schauen wir mal, ich glaube, also bei Deutschland sind wir schon bei 90 oder sind wir noch zwischen 80 und 90? Wen zählst du dazu? Ganz Deutschland. Auch die 87, Asylanten. Also, ja, das sind wir so, ja, dann sind wir bei 103. 87, 88 Millionen Einwohner haben wir in England Deutschland. England hat weniger, 100%. Was good, was good. Ich wollte 60 sagen, aber England hat jetzt knapp 70. So. Ja, deswegen England, what's good, what's good. Geil. Schon noch der neue Geschäftsmann. Was hast du da wieder? Achso, ich habe einen Brief bekommen. Ich habe einige Geschenke. Also erstmal Grüß. Warte, ich lese erstmal vor. Wir haben einige Geschenke bekommen. Manche können wir aus werbetechnischen Gründen hier natürlich nicht. Also willst du erstmal Katharina und Kevin grüßen? Ich will erstmal Katharina und Kevin grüßen, die Cheyenne Shisha Tabak und mir Getränke geschenkt haben. Vielen lieben Dank. Danke. Und Katharina und Kevin. Ihr geilen Säule. Was? Boah, das hat zwei Seiten. Okay. Lass mal. Lieber Cheyenne und dann so lieber Nisa, alles in einem. Damit keiner sich bevorzugt. Warte mal. Welcher Name ist größer geschrieben? Keine, beide gleich. Nein, warte, darf ich sehen? Nein. Das N war größer als S. Ja, weil du in grün bist. Ja, guck mal, aber dafür sind meine anderen Buchstaben so klein und behindert. Ja, proportional. Klein und behindert wie ich. Okay, das lassen wir gehen. Lieber Nisa und Cheyenne. Warum sagst du jetzt deinen Namen als erstes? Sorry, Arroganz. Lieber Cheyenne und Nisa. Sorry, Arroganz. Wie man gerade sehen kann, stehen eure Namen jeweils an erster Stelle. Was ich gemacht habe, damit sich Cheyenne nicht drüber aufregt, nur als Zweiter genannt zu werden. Ja, das ist asozial. Aber du hast mich angesteckt. Ja, mir war das früher egal. Genau, ich bring den Leuten nur schlechte Eigenschaften. Ich möchte euch sagen, dass euer Podcast einfach cool, witzig und authentisch ist. Was mir sehr gefällt. Seitdem ich den Die Deutschen Podcast circa vor 2 Jahren entdeckt habe, höre ich ihn sehr gerne, da ich meinen Humor oft bei euch wiederfinden kann. Ich verstehe zwar nicht immer alle Themen, also Ami-Rap oder warum mein Podcast so unterhaltsam und humorvoll sein kann, dass ich mich immer über eine neue Folge freue. Der Satz ergibt wenig Sinn, aber wir verzeihen dir, weil du dir diese Mühe gegeben hast. Ihr wirkt mit euren verschiedenen Charakterzügen sehr sympathisch, obwohl Nizar toxisch maskulin und Cheyenne. Was heißt wirkt? Das heißt, wir sind in echt gar nicht sympathisch. Ja, warte, ist ja noch nicht fertig. Obwohl Nisa toxisch maskulin und Cheyenne in einem Casino-Stream gewesen ist. An alle Casino-Streams. Ja, außer jetzt buchen. Ja, jetzt buchen. Zahlt mal ordentlich Kohle, damit sich das lohnt, was der da macht. Außerdem finde ich es schön, dass ihr immer wieder interessante Gäste einladet und dazu noch die unterschiedlichsten. Nisa meint ja, dass ihr aussieht wie LKW-Unfälle, was daran liegen könnte, dass die LKW-Fahrer, die euren Podcast hören, vielleicht dauernd so abgelenkt waren und kurz nicht aufgepasst haben, euch mal zufällig auf der Straße angefahren haben. Übrigens, Cheyenne, deine Street-Interviews sind, wie ich finde, die lustigsten, die ich kenne. Und ich musste schon sehr oft mit Tränen in den Augen davon lachen. Dass nicht jede Woche ein neues Street-Interview kommt, ist nicht schlimm. Denn wie es immer so schön heißt, Qualität vor Quantität. Siehst du, ich sag, du bist ein Star. Ja, warte mal. Ja. Qualität, wenn mal jede 3 Monate eins kommen würde. Der hat diesen Satz Qualität von Quantität. Ich hab einfach den Michael so gemacht. Ernst genommen, so alle 9 Jahre. Kommen so 5 Videos. Dr. Dre hat mehr Alben als Cheyenne Street Interviews. Ja, okay. Schön, dass du dich über meinen. Nisa, ich freue mich gleich. Mit meinem Karriereende. Nisa, ich freue mich gleich zu deiner Show zu kommen, da ich weiß, dass du bis an deine vielen Zähne mit Humor bewaffnet bist. Tut mir übrigens leid, falls irgendetwas unleserlich ist oder die Rechtschreibung maximal schlecht ist, denn dann bin ich
verdammt schlecht. Okay, der Wortwitz war auch schlecht, ja, das stimmt. Was aber nicht schlecht ist, ist euer Podcast. Ich distanziere mich ganz klar nicht von dieser folgenden Aussage. Die Deutschen ist der 50 Cent im Podcast-Game. Meine Was Damen bedeutet, Cent. Dass wir kurzzeitig erfolgreich sind? Ja, so 3 Jahre nur. Ist ja bald zu Ende. Ja. Dani sei auch oft Witze erzählt hat, habe ich passend dazu noch selbst ausgedachte Witze für euch, welche ich unlustige Witze nenne. Erstens, wichtig für euren nächsten Urlaub. Welchen Rabatt sollte man im Reisebüro lieber nicht buchen? Den Frühwucher-Rabatt? Was ist das denn für ein schlechter Witz? Das ist so lustig, dass der wiederum gut ist. Zweiter Witz, was denkt sich eine Putzkraft, wenn sie ihre Berufswahl bereut? Das war ein Griff ins Klo. Okay, der ist geil. Ein Polizist sagt zu einem Glas: Ich weiß, dass Sie letztens eine Bank überfallen haben. Das Glas, woher wissen Sie das? Der Polizist, Sie sind sehr durchschaubar. Boah, Bruder. Der Brief wurde länger als gedacht. Ihr müsst ihn ja nicht lesen, wofür es jetzt wohl zu spät ist. Viele Grüße an Khalid, Mariano, Reda, Dulli und an Benaisa. Mit Freude und Humor geschrieben, Konstantin. Vielen lieben Dank, Konstantin. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke, 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 danke. Danke, danke. Danke, danke an den schwarzen Bruder, der in Saarbrücken auf der Show war, der uns Shirts geschenkt hat. Schein hat das Schwarze genommen, ich das Weiße. Weil wir repräsentieren auch das Yin und Yang. Das Gleichgewicht, diese zwei Kaulquappen, wo die Leute immer so voll viel reininterpretieren. Das Leben ist ein Yin und Yang. Ja, ist es auch. Es ist ein Gleichgewicht es gibt der verschiedenen Strömungen. Dein Maul, das ist einfach so ein Kreis. Und nee, das ist wirklich. Auf jeden Fall. Du hast kein Yin und Yang, deswegen. Ja, ich bin nur Yin. Sagst du nicht immer, heißt die Schwägerin auf Türkisch nee, ein Yin oder so? Yenge heißt Ach so. Das. Ey, warte mal. Ich hab, mir wurde Yenge? Yenge. Yenge ist dieses Spiel mit den Holzklötzen. Yenge heißt das. Ich will jetzt was machen, aber ich meine es ernst. Nicht, dass du dich darüber lustig machst. Ja, okay, nein. Ich will mir das anschauen. Ja. Ich will mal so meditieren lernen. Weil? Warum bewegen sich deine Lippen jetzt so? Weil ich eine Frage gestellt habe. Ja, aber ich kenne das Gesicht so. Der denkt, der manchmal stellt er sich so dumm, dass ich den nicht kenne. Du wolltest gerade dich lustig machen. Nein, ich mache mich doch nicht lustig, wenn mein Bruder eine neue Lebenserfahrung. Ja, ich meine wegen Meditieren, weil ich habe gehört, das bringt mir so eine innere Ruhe, die ich nicht habe. Wenn ich dich K.O. schlage, das wird ja auch eine innere Ruhe. Ja, aber du kannst ja nicht immer jeden Abend mich 10 Minuten K.O. schlagen. Ich bin nicht deine Ehefrau. Das stimmt. Ja. Also, was hältst du davon? Dass du meditieren willst? Ja. Ich finde, wenn du danach strebst, sollst du das ausprobieren. Warum sagst du es aber so? Ich drücke mich höflich aus, weil du mein Bruder bist. Nee, das ist. Gib mal auf sein Gesicht! Wie? Geh auf sein Gesicht? Ja, hier mit das. Okay, jetzt sag's nochmal. Guck. Guck, jetzt hab ich den. Also, warte, wo hast du erstmal her? Wie kamst du darauf, meditieren zu wollen? Lass uns das erstmal. Das hat dieser Koch erzählt, der hier war. Welcher Koch? Der Lipgluck, oder wie er heißt. Ja, der Lipgluck. Der hat gesagt, seitdem, der ist voll ruhig, der hat eine innere Ruhe, er ist entspannt. Bruder, der sieht aus wie ein Freak. Das ist so ein Typ, der Ratten so zu Hause aufschlitzt, seziert und so. Okay, du hast so viele, bist ja gut rumgekommen und hast viele Freunde. Nee. Hast du nur nichts gehört über Meditieren? Also wenn du so meditierst wie die alten Kampfsportmeister. Warum haben die das gemacht? Ja, weil das stylisch war. Also. Aber so wirst du nicht meditieren. Du machst so eine Sojamilch-Meditation. Nein, bist du verrückt? Aber wieso hörst du auf diesen... Weil der wirklich entspannt war. Nicht, was er gesagt hat. Ja, weil der ein Freak ist. Wo ist der entspannt? Der war entspannt. Der ist nicht entspannt. Doch, der war immer so seelenruhig, alles war dem egal. Ja, deswegen auch immer. Guck mal. Ja. Lick-Lock. Ja. Lingling ist dieses Ding bei Drawn Together. Okay, du machst so Kampfsport. Ja, aber ich drück das ungern so aus, weil das wirkt dann so, als ob ich so krass bin. Ich bin ein Hobbysportler. So als Hobby. Wenn ich gehe, okay, in welchem Bereich? Gehe ich okay, hin. Was für eine Sportart ist das? Curling. Du
Du gehst doch dieses brasilianische Jiu-Jitsu. Ja, zum brasilianischen Jiu-Jitsu, zum BJJ. Ja. BJJ. Ja. So, du bist ja sehr gut. Du hast ja schon Gürtel und sowas. Ja. Ich bin okay. Ja, aber das ist kein Hobby, wenn du schon Gürtel hast. Ja. Ja, worauf willst du hinaus? So, ey, warte mal. Ja. Kämpfst du wirklich gegen so Zwölfjährige? Ja, klar. So. Nein, jetzt im Ernst, das hat mir Ömer erzählt. Guck mal, Ömer soll nicht reden. Weil ich ihm sage, ey, ich bin voll stolz auf Nisa. Guck mal, wann er durchgezogen hat. Guck mal, wie erfolgreich. Sagt er, der kämpft doch nur gegen so Zwölfjährige. Und gegen wen kämpft Ömer? Weiß ich nicht, deswegen frage ich dich. Der kommt doch nicht. Der Fettsack. Bist du stärker als Ömer, sei mal ehrlich. In welcher Hinsicht? Ja, in diesem zwei Männer in... Was frage ich, in welcher Hinsicht? Egal, wie, wo. Ja, ich meine, auf dem Boden. Im Stand auch. Das heißt, wenn ich dabei bin, ja, machst du den ganz klar nass. Wenn es jetzt drauf ankommen würde... Ja. Ich mach Fitner, ich mach so richtig Trash-Talk an der Seite. Ja, ja. Guck mal, das weiß der auch selber. Aber Ömer ist nicht fit, deswegen. Ja? Mhm. Der ist nicht fit. Ich muss nichts machen. Ich kann so eine Minute chillen, dann hat er eh keine Puste mehr und dann musst du nur so machen. Der ist konditionell auch nicht. Okay. Der Hobbysportler. Okay, alles klar. Ja, der ist doch, macht doch, der kommt einmal in zwei Monate. Okay. Einmal in zwei Monaten. Sonst wäre der gut. Ja? Ja, der hat, der wäre, der ist eigentlich, also es ist jetzt nicht, weil ich krasser bin als er, ich trainiere mehr als er. Nur deswegen. Wie oft trainierst du? Also wenn ich, wenn ich da bin und ich podcasten muss, dann gehe ich so oft wie möglich. Also wenn ich das Training montags bis freitags, wenn ich 5 Tage zu Hause bin, dann gehe ich auch montags bis freitags. Jeden Tag? Ja, was aber jetzt 8 Monate nicht mehr vorgekommen ist, weil ich eigentlich selten zu Hause bin. Okay, du als Hobbysportler, der ja Respekt zu dem Kampfsport hat. Ja, Respekt habe ich sehr groß. Okay, ja. Du kennst dich im Boxen aus. Hm. Sind die nicht diese Leute, die dann so in Alpen trainieren gehen, so Ruhephasen? Ja. Also ist doch Meditieren was Gutes. Ja, aber ich glaube, du machst das Meditieren, was so Paartherapeuten dir so beibringen, wo du so auf so eine Glocke hörst und dann nein, so deinen Fuß über deinen Kopf machst und so an und so Sojamilch in dein Müsli machst und das dann so isst. Und so eine Kerze. So ja, und Duft. So eine Kerze und dann hörst du so eine Stimme zu, die sagt, sie sind jetzt auf einem einsamen Fluss. Und dann reden die so an. Ja. Andere Leute leben davon. Kommen runter. Nehmen das voll ernst. Die hören das vom Schlafen, die Armen, weil die Depression haben. Und er sagt, mach das einfach kaputt. Das ist so ein alter Mann mit 60, sagt, du bist auf dem Schiff. Ja, stell dir jetzt vor, du gehst einsam durch den Wald. In diesem Wald ist ein Licht. Diese Meditation ist... Okay. Ich rede von dieser geilen asiatischen Meditation. Wenn du so in Schneidersitz sitzt, eins mit deiner Umwelt, so mit nacktem Oberkörper im Schnee. Das ist geil. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf Meditation. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass jemand im Schnee meditiert. Doch, hast du noch nie so einen alten Kung-Fu-Film geguckt? Film. Fünfjähriger aller. Film. Realität. Ja, aber der Typ lebt in der Realität. Ja. Wo du mir noch erzählt hast, wie er seine, ja, seine Dings führt. Okay, lass warte. Mich nicht reden. Okay. Keine Angst, ich sag's nicht. So, jetzt, wenn ich jetzt mit dir sage, komm, wir gehen nach Thailand. Ja. Meditieren die da? In Thailand? Ja. Ja. Japan? Ja. Das ist ja Teil deren, das ist ja in deren Kulturkreis. Hast du mal gesehen, dass ein Asiate ausrastet? Nein. Die sind alle entspannt. Ja, das stimmt. Ich möchte auch so entspannt werden. Dafür ist das gut. Okay. Das heißt, wenn ich. Sag doch, mach es. Ja, aber du hast schon dich drüber lustig gemacht. Nein. Das denkst du. Okay, warte mal. Wenn du jetzt. Ey, egal was ich mache, ist falsch. Hätte ich mich drüber lustig gemacht, hätte er mich angegriffen. Ich sag nichts, der greift mich trotzdem. Okay, folgende Situation. Ja. Ich sitze hier, du siehst Räder so am Laptop, Fasern ja auch. Und ich bin in der Mitte und so im Schneidersitz und meditiere. Und du kommst rein. Warum machst du dich jetzt lustig? Ey, weil das ist eine geile Szene. Weißt du, wer mir letztens auch geschrieben hat? Ja, ey, weißt du, was auch voll gut ist? Khalid. Khalid, weil der geht doch oft im Wald spazieren. Also mit dieser Atemtechnik? Und so am Teich und filmt das immer. Ja. Sag ich, ist gut, du Esoteriker. Sagt er, ey Bruder, du musst das machen, ist voll geil. Weißt du, was auch geil ist? Einfach so meditieren im Wald. Und ich so, halt dein Maul. Ja, aber Atemtechnik ist gut. Ja, ist echt gut. Aber lass dir doch den Kiefer brechen. Und, ja, musst du sowieso. Nein, glaub mir. Ich habe mit Ärzten geredet. Weil ja, ich meinem Ärzte, Bruder schütze. Die haben aber nicht mit mir geredet. Ja, genau. Ey, du glaubst einfach alles. Er sieht einen, der sagt, meditiert, der sagt ja. Der andere sagt, brech den Kiefer, der sagt ja. Deswegen bin ich ja hier, um offen mit über meine Gefühle zu sprechen. Ja? Nein, meditieren ist eine gute Sache. Solange du nicht so eine App dabei anmachst, die sagt,
jetzt hören Sie einen Bach. Und dann macht einer so ein Bachgeräusch nach. So. Okay, was, wenn jetzt jemand dir schreibt und sagt, ey Nisa, das hat mir echt geholfen. Ich war früher ein Versager. Seit ich so diese Bachgeräusche höre, ja, bin ich der Geschäftsführer in der Bank geworden. Ja, dann freue ich mich für den. Ja? Ja. Aber du glaubst ihm nicht, dass wegen diesen Bachgeräuschen waren. Ja, jeder muss ja was finden, was ihn so erdet. Und wenn was ist bei dir? Gewalt an Frauen. Das erdet mich. Das erdet mich. Ich beruhige mich dadurch. Ich krieg so eine innere Ruhe, wenn die blutet. Oh mein Gott. Days. Hey, das ist geil. Der ist krank, ne? Ja. Weißt du, wo ich gemerkt habe, dass er wirklich krank ist? Nein, wirklich, dass der nicht. Jetzt ohne Spaß, dass der wirklich krank ist. Als ich gesagt habe, würdest du einen Mörder einladen, der hat gesagt, ja. Weil der hat das so ernst gemeint. Ja, war das geil. Okay, das heißt, der Staat verzeiht diesem Mörder. Er saß im Knast. Ja. Er ist rehabilitiert, aber du sagst nein. Nein, ich werde. Was heißt verzeihen? Ich will den nicht sehen. Vielleicht ist der nett. Ja, aber ja, vielleicht bringt er. Vielleicht ist er ein guter Cutter. Vielleicht bringt er uns um. Wenn wir einen guten Cutter finden. Ja, warum sagst du nur positive Dinge? Vielleicht bringt er uns um. Ja, das kann ich auch. Warte, ja. Aber wir gehen ja von positiven Sachen. Schau, du machst Witze über den. Hä, hey, der Messer war zu klein für den Mord. Ja. Ha, mit 15 cm? Ich hätte 13 cm genommen. Ja, stell dir vor, einer kommt, der ein guter Cutter ist. Wir suchen den schon lange einen. Ja. Und er sagt, ey, ich saß wegen Mord 20 Jahre, aber ich habe alles bereut, was ich getan habe. Aber der ist ein geiler Cutter. Der macht so richtig geile Effekte. Die Straße, ja, aber wer weiß, ob der nicht nochmal einen Mord macht. Wird ich er bin nicht. Angsthase bei sowas. Wird er nicht, der wird keinen Mord machen. Er hat es ja schon mal gemacht. Okay, wenn er sagt, ich war nur Frauenmörder. Das ist mir egal. Aha, sind dir also Frauen egal? Nee, das nicht, aber ich bin ja keine Frau. Ja, also dass die egal, die stellst du dann ein oder nicht? Guck mal, man sollte ja jemanden verzeihen. Ja. Sind wir uns einig? Ja. Auch ein Mord? Boah, gute Frage. Sagt der, wenn man den einen Stift wegnimmt und er findet den nicht mehr, kriegt man 25 Minuten Audios. Sollte man einen Mord verzeihen? Ein guter Mensch würde es verzeihen. Außer du bist, auch wenn du selber der Leidtragende bist, das heißt, er hat deine Cousine ermordet oder so. Okay, dieser Typ. Dieser muslimische alte Mann, der im Gericht sitzt in Amerika. Der in Malaysia oder Indonesien, der dem Mörder seines Sohnes verziehen hat. Ja. Ja, der war stark. Aber ich könnte das nicht. Der hat meditiert. Der hat nicht meditiert. Doch, der hat den Mörder seines Sohnes verziehen. Vorm Gericht. Ja, das ist krass. Und der ist dann aufgestanden und den umarmt, ne? Ja, der hat ja auch geweint, der Mörder dann. Aber ich könnte das nicht. Außer er hat meinen Sohn stylisch getötet. Dann kann ich so einen Respekt dafür. Boah, der redet. Ich kenne eine Geschichte von Ömer. Der war fast am Gewinnen und hat dann so Trash-Talk gemacht. Bei diesem BJJ. Und dann hat Nisa ihm den Daumen gebrochen. Das stimmt nicht. Der Arme war im Krankenhaus, musste notoperiert werden. Ja, aber der Arzt hat ihm gesagt, sein Daumen wäre irgendwann so oder so gebrochen, weil der so einen Hohlraum hatte. Das heißt, er hat so einen empfindlichen Sissy-Daumen. Der Ömer. Das war gar keine Ausrede, gell? Doch. Du hast es einfach nur bestätigt. Der wollte sich da rausreden, aber hat es einfach nur bestätigt. Nein, aber der hat so einen Hohlraum in seinem Daumen. Okay, warte mal. Ich bin Freund von Fakten. Ja. So. Facts. So, hast du ihn gebrochen oder nicht? Ab wann? Okay. Ömers Aussage zu stützen. Stimmt das überhaupt, dass er so Trash-Talk macht und du bist wütender geworden? Oder ist das frei erfunden? Das ist frei erfunden. Das ist frei erfunden? Ja. Also du hast ihn aus Versehen den Daumen gebrochen? Ja. Das ist so sicher? Ja, 100%. Okay, dann glaube ich dir. Weil du würdest ja nicht lügen. Und wie oft hat der mich verletzt? Hat er dich überhaupt verletzt? Also kennst du dieses Video, wo du dich kaputt gelacht hast, wo ich sage, ein Türk hat mich gekratzt? Achso, ja, genau. Nein, der hat mich tausendmal. Wie oft habe ich blaues Auge oder so, weil er mir ein Knie ins Gesicht rammt oder so? Und dann? Ja, weil ja, was dann? Was willst du machen? Der ist halt so fett, der ist unbeweglich.
Ey, ich war ja einmal dabei. Ja. Da war doch so ein Pole oder so, ne? Ah, der Micha, ja. Der sah schon gefährlich aus. Ja, der ist ein Motherfucker. Ja? Ja, Polen sind normal. Kämpfst du gegen den? Ja, sehr oft. Und? Ich verliere jedes Mal. So seit 3 Jahren? Ja. Nie ansatzweise? Nie ansatzweise. Oh, ich glaube, einmal habe ich den bekommen, aber auch weil er so gechillt hat. Weil er mich eh nicht ernst genommen hat. Aber nee, ich habe noch, nee, der macht mich immer, also so richtig nass. Und der gibt sich nicht mal Mühe. Und Brahim? Welcher? Der Brahim Fitness. Ja. Brahim Fit, der kann doch nix. Also in dem Sport, der ist so eine Maschine. Aber das ist ja nicht sein Sport. Das ist wie wenn ich Fußball spielen gehen würde gegen irgendeinen. Du bist fit, ne? Ja, ich bin schon fit. Für meine Körpergröße? Ja? Ja. Ich bin noch so groß wie ein Kind. Was für ein Gürtel hast du jetzt? Weiß. Der lügt. Nein, Blaugurt. Ist das gut? Das ist eine nach Weiß. Das heißt, dass du so ein Basiswissen hast. Ja? Aber ich bin alt. Was ist der höchste Gurt, den man haben kann? Schwarz. Oder rot. Das kriegst du aber so, wenn du so 80 bist. Rot? Ja, das kriegt man nur so durch langjährige Erfahrung. Du musst so 30 Jahre Schwarzgurt sein. Und dann kriegst du den so als Ehrengurt. Das heißt, ich kann jetzt einfach mir einen roten Gurt kaufen gehen. Nein, du musst den offiziell verliehen bekommen von der muss dir offiziell verliehen werden. Von wem? Von einer BJJ-Organisation, von der IBJJF. Mach mal Gewerbe. Ja, du könntest ein Gewerbe, nein, das wird aber nicht anerkannt. Gibt doch jedes Bockstall, WWF, WWC, WWG, WGA, WWF, jedes Weltmeister. WWF, ja, WWG, WWF. Das ist aber beim BJJ noch nicht so. Weil da noch nicht so viel Geld zu holen ist, deswegen gibt es da noch nicht diese Korruption. Das heißt. Aber der Sport wird immer größer. Ja? Ja, durch so Leute wie Gordon Ryan auch und so. Das heißt, bald wird da auch sehr viel Korruption betrieben werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die hat mir erzählt, dass sogar im Fußball Korruption, was ich nicht mal wusste. Ja, das sowieso. Hast jetzt, ich habe es nicht selber gesehen, ich habe nur gesehen, Drake hat wieder drauf gewettet. Irgendein UFC-Kampf war. Ja, John Jones, genau. Und da hat er gewonnen, obwohl er vorher bei einem Boxkampf Geld verloren hat, beim Jake Paul Boxkampf. Ja. Da hat er verloren, jetzt bei John Jones hat er gewonnen, ja. Ja. Weil Jake Paul hat er gegen Tommy Fury verloren, gegen Tyson Furys Bruder. Hast du es gesehen? Ja, den Kampf habe ich geguckt. Tyson Fury Bruder? Ja, sein kleiner Bruder. Das ist nicht sein Bruder. Doch, dieser gut aussehende ist Tyson Furys Bruder. Der andere sieht aus wie Shrek und der sieht ja, gut aus? Ja, das ist richtig krass, das ist wie bei Brahim und Omar. Sorry, das war nur ein Scherz. Ja? Erzähl mal. Das gefällt dir. Ja, klar. Schneid mal die Szene raus für WhatsApp. Ja. Rena, schick mir mal WhatsApp. Ich schick das denen mal. Das ist geil, ne? Das ist nicht sein Bruder. Doch, das ist. Wie kann man so unter sich unterscheiden? Und Tommy Fury, du hast ihn ja jetzt öfter gesehen, weil die Jake Paul Fights, ja. Man sieht ja so, der sieht ja übertrieben gut aus. Ja, der ist nicht so. Der ist hässlich und der ist okay. Ne, genau. Der andere ist ein Model. Der ist auch so beliebt. Also der ist ja auch kein guter Boxer. Der lebt nur davon, dass er so schön ist. Er ist in England sogar ein Superstar geworden. In England. Tommy Fury ist ja richtig bekannt in England. Weil er bei Love Island war. Von England. Ist nicht dein Ernst. Ja, und deswegen. Love Island. Es gab so Celebrity Love Island. Irgendwie sowas gab es in England. Also nur mit Celebrities. Und er war Tyson Furys Bruder. Damit ist er noch populärer geworden. Und der ist ein richtiges Model. So, und das Problem ist, wie er sagt, der Unterschied ist zu extrem. Weil Tyson Fury ist ja nicht mal normal. Der ist ja übertrieben hässlich. Der ist ein stylischer Typ. Aber der ist ja super hässlich. Und Tommy Fury sieht übertrieben gut aus. Ja. Das ist zu krass. Aber dafür ist der eine einer der besten Boxer aller Zeiten. Und der andere ist richtig Schrott. Schrott? Ja. Aber ich denke, Jake Paul ist gut. Jake Paul ist gut für einen YouTuber, der Mitte 20 gesagt hat, ey, ich fange an zu boxen. Dafür ist er gut, ja. Aber der andere ist dann besser immer noch als das. Ja, ja, immer noch als das, weil der ist immer noch durch eine normale Boxschule gegangen. Und der ist aber wiederum schlecht. Ja, der ist sehr schlecht. Die haben so gezeigt, seine gesamten Siege von Tommy Fury. Der hat nur gegen so Taxifahrer gekämpft. Also die Bilanz seiner Gegner, die Tommy Fury bis jetzt besiegt hat, ist irgendwie so, wenn du die als Summe nimmst, so 400 Niederlagen, 11 Siege. Und die, aber jetzt hat er hat 7 Millionen verdient mit dem Kampf gegen Jake Paul. Jake hat 20, glaube ich, gemacht. Und jetzt gibt es ein Rematch.
Da machen die auch nochmal Geld. Da Boxen ist so viel Geld, Mann. Die machen da gut Geld, ne? Ja. Weißt du, was ich schade fand? Damals wusstest du so, okay, zum Beispiel Tyson, 30 Kämpfe, davon die ersten 12 waren gefaked, um irgendwie reinzukommen. Genau, nicht gefaked, sondern man holt extra schlechte Gegner, ja, um die Bilanz. Ja, aber ist ja gefaked. Ja, aber er besiegt sie ja wirklich und die versuchen wirklich gegen den zu gewinnen. Mhm. Also es ist nicht wie Deutschland, diese gekauften. Nein. Okay, das heißt, man nimmt schlechte Gegner. Ja. Aufbaugegner nennt man Aufbaugegner. Das. Und dann irgendwann kämpfst du gegen so 10, 15 gut und die sind auch in deiner Bilanz. Ja, genau. Okay, aber in Deutschland ist das nicht so, ne? Im Boxen? Doch, ist überall so. Ja? Profis, ja. Man sagt immer, man muss einen Boxer aufbauen, damit er selbstbewusst ist. Das heißt, man bringt irgendwelche drittklassigen Boxer, damit er so seine Runden kriegt. Aber diese drittklassigen Boxer, werden die irgendwann auch wieder Profiboxer? Nee, man nimmt ja immer irgendwelche. Zum Beispiel bei den ersten Bilanzen, man nimmt irgendeinen. Man geht immer in irgendeinen Boxstall zu einem, der so gar einen normalen Job hat und nur so nebenbei boxt. Ey, hier, 1000 Euro, willst du gegen den kämpfen? Dann sagen die meistens ja, werden weggemacht und dann. Aber was, wenn der Typ gewinnt? Ja, dann ist. Das ist auch schon passiert. Das ist auch schon passiert im Boxsport. Das ist auch schon passiert. Richtig gute Boxer wie Juan Manuel Marquez oder Bernard Hopkins haben ihren ersten Profikampf sogar verloren. Das ist richtig nach hinten losgegangen. Hast du gesehen, Conor war da? Wie der jetzt aussieht? Ja, Mann. Sah der immer so aus oder ist er operiert? Nee, der ist halt fett geworden und so, der hat so 20 Kilo zugelegt an Muskelmasse. Natürlich, selbstverständlich, ne? Ohne Substanz. Ja, aber auch sein Gesicht sieht ganz anders aus. Ja, das ist so. Ja, klar, wenn du eventuell an der einen oder anderen Stelle nachhelfen tust, ne, um Muskeln aufzubauen, dann wächst auch das Gesicht. Genau, die haben gedreht für einen Film mit Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal war doch auch da. Hast du gesehen bei der UFC? Hat so ein gefaktes Wiegen gemacht und so. Es kommt jetzt ein neuer Actionfilm, ein Remake von Roadhouse. Und da ist Conor McGregor der Bösewicht und Jake Gyllenhaal ist die Hauptrolle. Und die haben da gedreht? Ja, ja. Film? Ja, ich finde Jake Gyllenhaal ist ein super stylischer Typ. Der sah auch, sieht wieder geil aus, Körper. Der, guck mal, der ist wirklich ein geiler Schauspieler, oder nicht? Sag mal ehrlich. Der ist auch immer anders. Ja, ja. Jede Rolle ist so wie so ein Chamäleon. Ich habe vor kurzem noch diesen Film, also nicht vor kurzem. Letztes Jahr habe ich 2 gute Filme von ihm gesehen, die mir sehr gefallen haben. Einmal dieser Film, wo er mit, wo die eine Bank ausrauben und dann sind die in diesem Krankenwagen und das ist eine Verfolgungsjagd. Weißt du? Hast du ihn gesehen? Der war geil, ne? Der ist so ein Verrückter da. Der war gut. Dann, wo er diesen Reporter spielt, der alles macht für die Story. Reporter oder Fotograf? Was ist der da? Nightcrawler. Ja, aber auf jeden Fall, der ist ein geiler Schauspieler. Der hat immer geile Rollen. Der ist auch sehr, dann natürlich spielt dann Khalid Bunuas Lieblingsfilm mit, Brokeback Mountain, mit Heath Ledger. Der spielt Jake Gyllenhaal auch mit. Der ist gut, der ist so vielseitig. Genau, das ist vielseitig, vielseitig. Wo aber krass, der Kampf war wieder jetzt bei den Saudis, ne? Jetzt der letzte Kampf mit Jake Paul, oder? Ja, genau, ja. Ja, weil die das meiste Geld springen lassen. Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich jeden Kampf kaufen, ne? Ja, jeden Kampf auch. Der nächste Tyson Fury-Kampf gegen Usyk wird auch in Saudi-Arabien sein. Und die werden so viel Geld springen lassen. Wrestling ist auch voll oft jetzt in Saudi-Arabien, die WWE. Ronaldo war ja auch da war ja Stargast. Der hat sich das ja angeguckt. War der bei dem Jake Paul-Kampf? Ja, mit seinem Sohn. Echt? Die haben den 50 Mal gezeigt. Wieso habe ich das nicht gesehen? Ich habe den Kampf doch geguckt. Live sogar. Weiß ich nicht. Auf TikTok voll damit. Boah, wie viel hat er da bekommen, Bruder? Ronaldo? Ja. 200 Millionen pro Saison. Wie? Also mehrmals 200 Millionen? Für 2 Jahre. Also wie lange geht deine Saison? 7 Monate, 6 Monate. Das heißt, wenn er sagt, ich bleibe 4 Jahre hier, kriegt er 4 Mal? Also er ist für 2 Jahre unter Vertrag, er kriegt insgesamt 400 Millionen. Ne? Bruder. Ohne Werbeeiner, ohne. Das andere Level. Was für Jake Paul, Junge. Das ist noch so ein ganz anderes. Und er ist da der einzige Star. Ja, ne, die anderen kennt ja keiner. Aber die hatten 390.000 Follower, die Fußballmannschaft. Jetzt sind die bei 15 Millionen bei Insta. Das glaube ich nicht. Seit Ronaldo da ist. Nein. Niemals. Diese Macht, das wird mich killen. T-Shirt-Verkäufer, alles ausverkauft. Die hatten 390. Das heißt, das Investment ist wahrscheinlich schon, hat sich richtig gelohnt für die. Boah, die holen den nicht wegen Gewinn.
Ich sag dir mal, Prestige. 2021, nicht 22, hat Saudi-Arabien nur mit einer Firma, also einer staatlichen Firma, guck mal. Ja, aber hatten die nicht vorher diese, obwohl eine saudi-arabische Mannschaft, warum soll die so eine Followerzahl haben? Die hatten 390.000 Follower. Echt jetzt? Ja. In was für einem Zeitraum ist das so gewachsen? 2 Monate. Ich schwöre, egal was man sagt, Ronaldo ist einfach der absolute King. Oder der hat jetzt auf Insta. Also wenn man jetzt Bekanntheitsgrad und Fame nimmt. 556 Millionen. Lass den mal holen. Bruder, der ist überall. Bruder, der hat 500.000 Follower auf Insta. Das heißt, Justin Bieber, Bruno Mars, Beyoncé und Adele zusammen sind so eine Socke von Ronaldo, richtig? Man kann das doch so von sagen. Ohne Bekanntheitsgrad, ja. Ohne Arroganz. Ja, das ist die Wahrheit einfach. Ja. Das ist ja gerade der bekannteste Mensch der Welt. Okay, jetzt ernste Frage, ne? Der kommt nicht zum Podcast. Nein, das, klar kommt er. Wenn jetzt, weil ich kann das nicht einschätzen, ne? Jetzt ernsthaft. Wenn, die Leute wissen es, also es wird in den Medien breitgetreten, ne? Ronaldo ist in Wiesbaden im McDonald's oder, man weiß es, es geht gerade durch alle Medien, Justin Bieber ist gerade im McDonald's in Wiesbaden. Ernst, denkt ihr, es wird ganz klar bei Ronaldo mehr Hölle sein? Ja. Als bei Justin Bieber? Ja. Definitiv. Oder Justin Bieber ist nicht mehr so krass. Ja, aber der füllt immer noch Stadien weltweit. Überall, wo der hingeht, 15.000 Leute kommen, gucken sich an. Der ist ja schon ein Star. Ja, aber Ronaldo ist eine andere Liga. Okay, eine Firma nur. Von der staatlichen Firma, ja, wollte ich noch gerade sagen. Ja. Von den Saudis. 2021, nur ein Jahr, 12 Monate. Hat 196 Milliarden Gewinn gemacht. Nicht Umsatz. Das ist nicht Gewinn. Viel. Und sie haben 200 Millionen Ronaldo gegeben. Also wir wissen ja, das findet ja seit Jahren statt, dass Saudi-Arabien die Emirate ablösen will. Als genau. Das Land im Nahen Osten, in den Golfstaaten. Mhm. Und deswegen investieren die seit Jahren. Anthony Joshua-Kämpfe, Tyson Fury-Kämpfe, die WWE, die UFC. Die kaufen so viele Veranstaltungen, investieren Geld, damit der Saudi-Arabien-Name immer größer wird. Genau. Jetzt haben die Ronaldo gekauft, die haben... Die Backstreet Boys waren da in Saudi-Arabien, haben das erste Musikkonzert gegeben und. Deswegen, die investieren. Alicia Keys war jetzt da? Auch, das habe ich nicht mitbekommen. Alicia Keys und Mike Tyson. Ja. Und Alicia Keys hat extra auf ihrer Show so ein arabisches Lied performt. Ja, auch noch. Boah, die Mann. Und dann hat sie so mit so Schwertern so einen traditionellen Tanz gemacht. Okay, und wann? Wann? Das ist die Frage, weil dann sage ich euch ehrlich. Wann kommt Gildo Horn nach Saudi-Arabien? Nein, das war ohne Spaß. Wenn Saudi-Arabien, dann wird Saudi-Arabien sogar New York ablösen als Kulturzentrum der Welt. Wann holen die Deutschen? Das ist es. Das fehlt ihnen. Ich glaube, das ist gar nicht so weit entfernt. Das, ja. Weil ich eine E-Mail von denen gekriegt habe. Das ist doch gut. Nein, wirklich. Echt? Von Saudi-Arabien? Was steht da drin? Dass wir mal, also ich habe die gekriegt, dass ich meine Woche da einfach zum Urlaub kommen soll. Ja, ist doch geil. Ja, ich warte auf dich. Ja, ich komme mit. Ich bin eh cool mit denen. Aber stell dir vor, wir sind da, wir streamen und dann sagt sogar das saudische Königshaus. Ja, okay, was Nisa sagt, ist schon ein bisschen übertrieben, damit können wir uns nicht identifizieren. Weg mit dem. Der bringt uns Schaden. Genau, die haben so der Image, aber sogar, was ich sagt die, nee, dahinter können wir nicht stehen. Also ich denke, Dubai wird abgelöst. Aber wie lange dauert das? Wie lange dauert dieser Prozess noch? Noch 2-3 Jahre. Weil es ist ja nicht so, das ist ja noch nicht so, dass Leute alle nach Jeddah in den Urlaub fliegen und so. Nein, wie ist in Dubai kommt jetzt, Es wird ja alles erstmal gerade gebaut. Ja, genau. Es wird ja gerade gebaut. Die übertreiben ja mit allem. Mit allem. Aber guck mal jetzt ehrlich unter uns. Wird es Dubai ablösen oder wird es nicht irgendwann nach der ersten Euphorie wird das dann vergehen, weil es im Endeffekt genau das Gleiche ist? Diese Länder sind doch... Nein, das wird nicht das Gleiche sein. Meinst du? Ich habe das Gefühl, dass es genau das Gleiche ist. Weil die Saudis können alles besser machen, was Dubai jahrelang falsch gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja. Weil sie haben ja die Fehler gesehen. Hm. Zum Beispiel, guck mal, ganz, ganz klar, Dubai geht hin, wir haben ein Skigebiet in einem Einkaufszentrum, in der Wüste sozusagen. Guck mal, das ist schon mal krank. Ja. So, das ist Dubai, man sagt ja. Krank. Ja. Weißt du, was die Saudis machen? Die sagen, die haben das in einem Einkaufszentrum, in so einer Halle, wir machen das draußen zum Skigebiet. Ja, und die zahlen das. Die machen jetzt Berge, Bruder, mit Schnee draußen. Mit so komischen, vergiss nicht. Wir nebenbei in Ostafrika Leute sterben, weil die nichts zu trinken haben. Dann sehr vorbildlich, Saudi-Arabien. So, Laien. Auf jeden Fall. Was sollst du sagen, Lime? Dann die Line. Was meinst du mit die Line?
Die Stadt, ach so, die sie jetzt bauen. Heißt die nicht Neom oder so? Weiß ich nicht, The Line ist das. Nein, nein, Neom. Die Linie. Neom. Ich glaube, Neom ist die Firma, die das macht, kann das sein? Neom wird die Stadt heißen und die kostet so 300 Milliarden, oder? Dann ist das wieder was, wahrscheinlich ein neues Projekt. Da ist die Stadt Neom, die jetzt so Dubai toppen soll. Das wird so das Dubai von Saudi-Arabien. The Line. Was war Neom? Wahrscheinlich wieder was Neues. Oder Neom. Auch? Ja, also hier steht The Line. Ja. Hier steht Neom. Okay, da müssen wir hinfliegen. Bevor die ganzen Versifften dahin fliegen, dass du wieder uninteressant machst. Also guck mal, die Sache ist, ich denke, dass sie in 2 Jahren Dubai ablösen werden, 3 Jahren. Weil die bauen jetzt gerade das höchste Gebäude der Welt. Nur 2 Jahre, denkst du, ist, dann ist es schon vollzogen? Oder die haben schon angefangen. Denkt ihr denn auch, Saudi-Arabien wird auch für alles andere Geld ausgeben für die Promo, also auch für Hollywood-Filme? Das wie so Fast and Furious und ja, ja. Transformers, was weiß ich, ja, ja. Dass die auch sagen, dreht das bei uns? Ja, ja, 100%. Boah. Oder die haben, okay. die haben so viel Geld, die können sich eigentlich alle... Das heißt, James Bond wird da jetzt gedreht werden. Und genau. Und. Boah, die werden, wahrscheinlich wird die nächsten WM, EM, nächsten WM und die Olympiade und so wird alles. Auch alles da sein. Formel 1 ist ja schon da. Ja. Oder? Doch. Ne, ist in den Emiraten, stimmt. Formel 1 in den Emiraten. Ja, das wird dann auch kommen. Boah, am Ende des Tages, Geld ist Macht. Ey, warum macht Lewis Hamilton eigentlich so auf cool immer? Der regt mich auf. Warum? Das ist der erfolgreichste, einer der erfolgreichsten Rennsportler. Na und? Ich fahre jeden Tag Auto. Warum wird der so gefeiert? Was macht der anders als ich? Der setzt sich in ein Auto und fährt. Der fährt 320, 330 km/h in ganz engen Runden. Ja, aber ich respektiere die Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn der so ein Verbrecher ist. Du hast uns so erzählt, dass du 3 Unfälle gemacht hast. Ja, am Anfang. Da war ich ja noch nicht charakterlich gefestigt. Und jetzt? Jetzt habe ich Fehler gemacht. Warum feiern die denn so? Der fährt Auto. Das, was ich jeden Tag mache. Ja, Bruder, es gibt manche, die übernachten mit Zelte vor so Formel-1-Rennstrecken. Boah, Formel 1, ja, Formel 1, Leute sind auch Stars. Reden wir nächstes Mal über die Formel 1, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank, wir lieben euch alle. Abonniert. Und, ach ja, übrigens, ich bin am Wochenende in Erfurt und in Dresden. www.nisa.tv Freitag Dresden, Samstag Erfurt. Kauft euch Tickets. Peace.